Hallo und herzlich willkommen zu neuen Neuerscheinungen. Und dieses Mal mit dem neuen System Deutsch und Englisch im September. Here we go! Ja, wir fangen wieder an, so wie bei den englischen Neuerscheinungen im Sommer, mit meinen ganz persönlichen Favoriten. Und da haben wir ganz am Anfang ein Buch von einer meiner liebsten Autorinnen, und zwar Marie Lu. Das heißt Warcross. In diesem Buch ist es so, dass wir in einer zukünftigen Welt sind. Emika ist Hackerin. Sie hackt sich in die Eröffnung der großen Warcross Championships. Warcross ist so ein Spiel, was alle lieben und alle zocken irgendwie. Und was so diese Welt beherrscht auch so ein bisschen. Es ist irgendwie mehr als nur ein Spiel. Und dann kommt es aber zu einem Glitch. Ich weiß gar nicht, wie man Glitch übersetzen würde, aber das ist auch in diesem Wreck-It Ralph-Film, den ich ja so... Der ist einfach so cute, wie dieses kleine Mädchen dann immer so durch diese Candy-Landschaft fährt. Und ja, egal. Es kommt auf jeden Fall zu einer quasi Fehlzündung. Auf jeden Fall merken die Menschen halt, dass sie da ist. Und sie wird zu einer Art Internetphänomen. Daraufhin wird sie halt angesprochen von den Machern von Warcross. Und sie soll eben als Spionin quasi Teil von diesen Championships werden. Finde ich, klingt mega geil. Und das Buch ist bereits auf dem Weg zu mir. Ja, dann erscheint eine Kurzgeschichtensammlung von Liba Dugu, die heißt Language of Thorns. Und seitdem ich Six of Crows gelesen habe, bin ich absolut besessen von Six of Crows. Ich habe immer noch Crooked Kingdom hier stehen und es ist immer so dieses, ich will es unbedingt lesen, aber ich weiß auch, wenn ich es gelesen habe, ist es vorbei. Und deshalb schiebe ich das immer so weiter nach hinten und denke mir so... Warten wir noch ein bisschen, bis wir es lesen, weil dann ist es vorbei. Ja, aber es wird auf jeden Fall auch noch eine Rezension zu Six of Crows bzw. das Lied der Krähen geben. Dann erscheint ein Buch, wo einer meiner Charaktere drin ist. Oh mein Gott. In Wanderer Sand der Zeit kommt nämlich ein gewisser Maximilian vor. Maximilian ist der Love Interest von unserer lieben Emilia. Maximilian kommt eben in Book Elements 2 vor. Das Buch habe ich auch schon hier stehen in der anderen Version, aber die Bücher kommen jetzt nochmal raus im Carlsen-Programm. Ich werde sie mir dann da holen, weil ich nämlich die Impress-Ausgaben habe. Und das Problem bei den Impress-Ausgaben ist, dass sie nicht mehr zu kriegen sind und ich den dritten Band nicht habe. Und ich immer hier so sitze und mir so denke, geil! Ich habe den angefangen und so die Hälfte oder so, aber mein Charakter, also der Max, der kam halt noch nicht vor. Und ja, also ich bin noch nicht bis zu der Stelle gekommen. Und im dritten Band kommt er auch nochmal vor, also ja, deshalb... ja, und da geht es ja eben um Charaktere, die aus Büchern gelesen werden und um so junge Menschen, die halt ja, dafür sorgen müssen, dass sie schön in ihren Büchern bleiben. Und die haben halt auch noch so Elementarfähigkeiten. Ja, deshalb auch Book Elements. Ja, und dann ist da ein Buch, auf das ich mich schon mega, mega freue, das ich aber noch nicht hier habe, obwohl ich es so gerne hätte. Und ich mir immer so denke, ah, ging mir immer so, nee, ich will es jetzt auch schon lesen. Ja, auf jeden Fall ist das Armani, Kriegerin, Verräterin des Throns. Der erste ist, glaube ich, Kriegerin des Sandes oder so, ne? Ich mochte den ersten Band ja so gerne. Ich mochte die Protagonistin super gerne. Ich mochte die ganze Welt super gerne. Ich fand die Erzählweise super. Ich fand, wie das mit der Liebesgeschichte gehandelt wurde, war cool. Und ja, ich freue mich total. Ich finde auch das Cover sehr, sehr cool. Allerdings hat die Laura mich auf was aufmerksam gemacht. Und seitdem kann ich da nur noch drauf starren, weil die Laura nämlich in einem Video auf ihrem F-Lolle und so Kanal... Nee, das war bei Instagram. Bei Instagram. Sie hat das Buch ausgepackt. Und dann hat sie gesagt, dass da dieser lange Streifen Haare ist, obwohl ihre Haare eigentlich schon viel früher enden. Und seitdem kann ich immer nur, wenn ich das Cover sehe, starre ich immer nur auf diesen Streifen drauf. Und jetzt habe ich es euch auch angetan. Es tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Da geht es auf jeden Fall um ein junges Mädchen in so einer Wüstenwelt, die halt ihre Rebellion ja jetzt irgendwann so. Und ich ist es einfach gut. Lies einfach den ersten Band. Ja, und mein letzter persönlicher Favorit, halt Almost a Fairy Tale, verschwunden von Mara Lang. Und ja, da bin ich. Ich bin ja total Märchenfan, absolut. Ich schreibe ja auch selbst ein Märchenbuch seit 10 Millionen Jahren. Das ist so, das klingt halt einfach richtig cool. Da geht es um so eine moderne Märchenwelt und da sind eben Magie an Gesetze gebunden. Es gibt bestimmte Regelungen dafür, wann Magie eingesetzt werden darf. Und die Protagonistin setzt halt Magie ein, um den Prinzen zu retten. Dadurch gerät irgendwie alles irgendwie aus den Fugen und alles aus durcheinander. Und ja, ich hoffe sehr, dass es nicht so dieses sein wird, so, oh mein Gott, er ist so wunderschön und deshalb helfe ich dem jetzt, obwohl es eigentlich verboten ist, weil das wäre eine Katastrophe. Ja, aber sonst klingt es ganz cool und der Alexander Kopalski, also der Coverdesigner von Drachenmond, der hat das Cover designt und ja, ich finde das mega cool. Und ja, deshalb ist es halt auch unter meinen Favoriten gelandet.
Dann kommen wir jetzt zu den Fortsetzungen. Da erscheint einmal Fireblood, das ist der zweite Band von Frostblood, was ja jetzt auch auf Deutsch erscheinen wird. Ich habe schon wieder vergessen, worum es da geht. Ich glaube, es gibt, glaube ich, diese Frost- und die Fire-Leute und die bekämpfen sich irgendwie. Ich glaube, es war noch irgendwas mit Ungarn. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann wusste ich das auch mal, worum es da ging, aber jetzt nicht mehr. Ja, und dann, man hat es nicht übersehen können, ist ja vor ein paar Tagen Tower of Dawn herausgekommen. Das ist ja der sechste Band, glaube ich, von Throne of Glass. Ich habe die Reihe ja quasi abgebrochen nach dem zweiten Band. Also nicht, dass ich sie schlecht fand, aber ich fand sie auch nicht gut genug, um sie weiterzulesen. Ja, aber alle sind ja besessen von Sarah J. Maas. Im englischsprachigen Raum ist das ja krass mit Throne of Glass. Das ist ja sowas von extrem und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist es deutlich weniger. Deutlich. Ja, und dann erscheint noch Zimt und Ewig. Das ist der dritte Band von Zimt und Weg. Zimt und Weg habe ich auch gelesen. Dazu wird es wahrscheinlich auch noch eine Rezension geben, wenn ich das noch tun werde. Ja, das war jetzt sehr logisch, ich weiß. Und da freue ich mich drauf. Ich habe den zweiten Band auch schon angefangen, bei Spotify zu hören, aber bin noch nicht sehr weit gekommen. Ende der Durchsage. Ja, und da geht es ja um ein junges Mädchen, was feststellt, dass es Parallelwelten gibt im Endeffekt, in der sie halt ein anderes Leben geführt hat und manchmal, jetzt gibt es eben quasi so eine Art Fehler und sie wechselt jetzt manchmal in diese Parallelwelten und ihr Parallel-Ich aus der anderen Welt kommt dann in die jetzige Welt. Also ich bin gespannt, wie es da noch so weitergehen wird und werde es auf jeden Fall auch weiterlesen. Dann erscheint ein Spin-off von der Pan-Trilogie, das heißt die magische Pforte der Anderwelt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich es nicht so mega finde. Ich bin ja einfach kein Fan von Spin-Offs mehr. Das macht den Markt irgendwie unkreativer. Es kommt halt immer nur eine begrenzte Anzahl an Büchern auf den Markt. So ist es. Also Verlage haben nur eine bestimmte Kapazität. Und wenn diese Kapazität halt von Reihen belegt wird, die 10 Bände haben oder sowas, oder von dem Spin-Off und dem Spin-Off und dem Spin-Off, dann kommt halt weniger Neues raus. Und das finde ich schade. Und deshalb bin ich kein großer Fan von Spin-Offs. Aber für die Fans freue ich mich natürlich mega. Da geht es um, es spielt irgendwie in Schottland, glaube ich. Und die Protagonistin öffnet halt diese Pforte zu der Anderwelt. Und dann kommt halt ein Feenwächter. Und der ist arrogant und überheblich und klingt so ein bisschen wie vom Grundprinzip her halt wie der erste Panband. Nur, dass wahrscheinlich die Protagonistin ein bisschen anders sein wird. Weil bei Pan war die Protagonistin ja durchaus mal was anderes. Ja, so viel dazu. Dann erscheinen noch zwei Bücher, über die ich gar nicht so viel sagen kann. Und zwar der vierte Band von Talon. Der heißt Drachenblut. Da habe ich den ersten nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es um Drachen geht. Und sonst weiß ich gar nichts. Und deshalb kann ich da nicht viel zu sagen. Und der zweite Band von Die Magie der Lüge. Da habe ich jetzt schon wieder vergessen, worum es in dem ersten Band geht. Das ist ja die Magie der Namen, ist das der erste Band. Und ich weiß aber auch nicht, worum es da geht. Und genau so ist es, nee, so ist es nicht ganz. Also von Three Dark Crowns, also der Schwarze Thron, wahrscheinlich der zweite Band, da heißt die Königin. Und da geht es ja um diese drei Thronfolgerinnen, die sich gegenseitig bekämpfen müssen, um herauszufinden, quasi der Stärkere gewinnt. Darwins Prinzip. Aber ich werde es nicht lesen, weil ich schon so vor ein paar Stimmen gehört habe, wo ich mir so dachte, na, ist es nichts für mich. Ja, und das waren auch schon die Fortsetzungen. Jetzt habe ich noch diese andere Kategorie für euch. Ich habe es euch gar nicht erklärt, ich habe es euch in einem anderen Video erklärt. Also es gibt immer im Endeffekt so bis zu 5 Neuerscheinungen, die ich persönlich quasi auf meiner Liste habe, so meine Favoriten. Und dann gibt es halt noch die Fortsetzungen und am Ende halt noch so Bücher, wo ich entweder mir so denke, vielleicht, oder halt Sachen, wo ich denke, es werden wahrscheinlich viele Leute lesen, es wird für viele Leute interessant sein. So 15 Bücher sind so der Höchstwert für die Monate. Und das ist schon weniger als in meinen anderen Neuerscheinungen, auch wenn es immer noch einem viel vorkommt. Aber dadurch, dass ich auch Deutsch und Englisch immer getrennt gemacht habe, wurde das immer enorm viel. Mal gucken, vielleicht reduziere ich auch diese anderen Bücher immer noch auf 3 oder irgendwie sowas. Es kommt auch immer auf den Monat an. Im September kommt mega viel raus. Zum Beispiel im Dezember denke ich mir so, okay, da komme ich vielleicht auf 5 Bücher oder so. Aber okay. Dann erscheint The Promise, der Goldene Hof. Und das ist ein Buch also von Richard Mead, der Autorin von Vampire Academy. Und das habe ich auch schon in meinen englischen Neuerscheinungen drin gehabt. Wie auch fast alle Bücher, die gleich noch kommen werden. Ne, alle Bücher, die gleich noch kommen werden, sind auch nicht mehr so viele. Und das heißt halt auf Englisch The Glittering Court. Und da habe ich das damals vorgestellt und habe dazu gesagt so, oh mein Gott, auf keinen Fall werde ich dieses Buch lesen. Werde ich vermutlich auch nicht. Aber ich glaube halt einfach, dass das was ist, was viele Leute lesen werden, was vielen Leuten wahrscheinlich auch gefallen könnte. Da geht es um ein junges Mädchen und
eine junge Frau, die ist halt adelig und ihre Eltern sterben aber. Und dann soll sie jemanden heiraten, das will sie aber nicht. Und dann stattdessen geht sie halt zu diesem goldenen Hof. Und an diesem goldenen Hof werden halt junge Mädchen ausgebildet, also junge arme Mädchen eigentlich, um halt reiche Männer zu heiraten und so irgendwie an einen gewissen Status zu gelangen. So eine quasi Untergrundorganisation. Und sie geht dann eben an diesen goldenen Hof unter einem Decknamen und versucht halt so irgendwie dieser gezwungenen Ehe und diesen ganzen Problemen zu entkommen. Ja, ist jetzt nicht so meins. Ich bin ja so richtig anti-royale Sachen mittlerweile, weil ich mir immer so denke, boah, geht mir weg mit euren Prinzen. Geht mir einfach weg. Wenn das eingebunden ist in so ein richtiges Fantasy-Setting, geht es noch. Aber das klingt jetzt schon wieder so nach so Pseudo. Also es ist ja kein Fantasy. Es ist ja einfach nur royales Gedöns. Nee, es ist einfach nicht meins. Das regt mich einfach nur auf. Und das nächste Buch, das ist Ivory and Bone von Julie Ashbaugh oder so. Und das Cover finde ich richtig, richtig cool, auch im Vergleich zum Englischen. Ich habe erst gedacht, so, oh Gott, die Anna, das Cover, oh bitte nicht. Aber ich finde das Deutsche fast noch cooler. Das spielt in der Steinzeit, was ja mega ungewöhnlich ist. Und dann geht es um zwei Erben quasi von so Stämmen, also zwei Kinder, aber die sind ja keine Kinder mehr, von zwei Stämmen. Und der Cole heißt er, glaube ich, der verliebt sich sofort in diese, wie hieß sie, ich habe keine Ahnung, Mia oder so. Klappt aber nicht ganz so gut, weil auf einer Jagd macht er halt irgendeinen Fehler und deshalb hasst sie ihn. Und Hassliebe ist ja immer tendenziell was ich ganz gerne mag. Aber irgendwie schreckt mich das mit der Steinzeit ab, auch wenn es mal was anderes ist, aber mich schreckt das trotzdem ab irgendwie. Ja, und dann erscheint noch Snow, die Prophezeiung von Feuer und Eis. Von der Danielle Page. Danielle Page ist ja die Autorin von Dorothy Must Die. Da geht es um ein junges Mädchen, was eigentlich aus so einer Eiswelt stammt, aber fliehen musste, als sie ganz klein war und dann in der Menschenwelt versteckt wurde und jetzt halt, glaube ich, wieder zurückkehrt, wenn ich es richtig verstanden habe. Mich schreckt so ein bisschen ab, dass in dem Klappentext allein drei Typen irgendwie als potenzielle Love Interests genannt werden. Allein in der Kurzbeschreibung, weil da nämlich gesagt wird, ja, sie wird beschützt von bla und bla. Aber ihr Herz schlägt nur für bla oder irgendwie sowas. Und ich denke mir so, warum tut ihm uns das an? Ich finde das Cover eigentlich ganz cool. So richtig der Funke übergesprungen ist noch nicht, dass ich gesagt hätte, ich möchte es lesen oder so. Aber ich glaube, dass viele das auch lesen werden, weil es auch schön aussieht und auch gar nicht so schlecht klingt. Und ja. Ja, das war's für den September. Im Oktober werden es wahrscheinlich auch einige Bücher werden, weil ja auch die Buchmesse ist da. Ist ja meistens ein Monat, wo sehr, sehr viel herauskommt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr irgendwas davon schon gelesen? Weil manche Bücher sind ja schon draußen. Oder habt ihr euch gedacht, nein, da warte ich erstmal noch ein bisschen. Wie gesagt, Warcross ist schon auf dem Weg zu mir. Also das wird auf jeden Fall hundertprozentig gelesen. Und ansonsten muss ich mal schauen. Aber ich denke schon, dass ich also einige davon, also Armani zumindest, werde ich auf jeden Fall noch lesen. Die anderen sind dann teilweise so ein bisschen Maybe-Bücher. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lest viel, habt Spaß und goodbye!